Liebe Michaela Klöckler, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Interview machen. Wir kennen uns schon viele Jahre. Wir sind beide Ärztinnen und uns verbindet, dass wir beide für eine moderne, ganzheitlich integrative Medizin stehen und ein besonderes Interesse haben an der Entwicklung des Menschen zu sich selbst. Und da auch in der Biografiearbeit miteinander tätig sein dürfen. Vielleicht möchtest du aber trotzdem einführend noch etwas zu deiner Vita sagen. Ja, meine Vita beginnt direkt in der Nachkriegszeit. Ich bin Jahrgang 46 und deswegen war sie eigentlich geprägt. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen von sehr viel Zerstörung. Wir Kinder haben in Ruinen gespielt. Es kamen Hausierer mit nur einem Bein an die Tür und Krücken und haben gebettelt oder irgendwas verkauft. Jedenfalls Armut, Zerstörung und Kriegsnachrichten, die einen total schockiert haben. Das hat schon meine Kindheit geprägt. Und insofern waren für mich früh Fragen nach Heilung, aber vor allem nach den Tendenzen im Menschen wichtig, die Menschen dazu veranlassen, solche Kriege zu führen und solche Zerstörungsorgien zu lancieren. Weil das sind ja Menschen. Man kann ja nicht irgendwelche dämonischen Mächte dafür verantwortlich machen. Es sind Menschen, die das mit Menschen und für und gegen Menschen machen. Und das hat mich letztlich auf vielen interessanten Wegen nicht nur zur Medizin und zur Pädiatrie gebracht, ich bin Kinderärztin, sondern auch dazu, einfach tiefer zu fragen und eben diese Entwicklungsfrage ganz in den Vordergrund zu stellen, welche Bedingungen muss man Kindern bieten, damit sie friedensfähig werden, damit sie dialogfähig werden, damit sie ihre schöpferischen Kräfte nicht destruktiv einsetzen, sondern konstruktiv. Und dem bin ich tatsächlich bis heute treu geblieben. Ich habe pädiatrisch im Krankenhaus Herdecke die Kinderabteilung mit aufgebaut, habe ein Buch geschrieben, Kindersprechstunde, was jetzt die 22. Auflage erlebt. Da bin ich gerade dabei und freue mich sehr, dass das immer noch auf Interesse stößt. Da werden wir jetzt auch Covid und die Pandemie und die Impfung mit einarbeiten. Ja, und dann habe ich auch schulärztlich 10 Jahre die Rudolf-Steiner-Schule in Witten betreut und fast 28 Jahre die medizinische Sektion am Goetheanum geleitet. Und das Goetheanum ist die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, die von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, eben begründet wurde. Und das zeigt schon, dass ich mich also sehr stark mit dem integrativ-medizinischen Konzept der anthroposophischen Medizin verbunden und auseinandergesetzt habe. Und das verbindet uns ja auch, dass du dich da ebenfalls sehr gut auskennst und auch da unterwegs bist. Ja, und jetzt freue ich mich einfach, dass wir einen Dialog führen dürfen und bin gespannt, welche Fragen auf mich zukommen. Die erste Frage, die uns beschäftigen soll. Ich höre immer wieder von dir über die 5 Wege, gesund und krank zu werden. Und das würde mich freuen, wenn du dazu etwas sagen könntest. Ja, das ist sozusagen das Fundament meiner Auffassung von integrativer Medizin. Das Konzept ist uralt. Das reicht ins Ayurveda, in die traditionelle chinesische Medizin zurück, weil all diese alten spirituellen Medizinsysteme haben ja bereits praktisch von 5 Prinzipien gesprochen. Die Griechen von 4 Elementen. Das ist schon modern, analog den 3 Aggregatzuständen plus Wärme. Das nannten die Griechen Elemente. Also es waren noch keine chemischen Elemente, sondern praktisch komplexe Ideen, Zusammenhänge. Alles Feste war für sie Fest oder Erde. Alles Flüssige war Wasser. Alles Luftige war Luft, also alles Gasförmige war Luft. Und die Wärme als eine eigene Gesetzlichkeit war eben das 4. Prinzip. Und dann hat schon Aristoteles von dem
fünften Prinzip, Pempte Usia, das fünfte Wesenhafte, das fünfte Substanzielle. Bei den Griechen hieß ja Substanz Usia, Wesen, Materie, Erscheinung, das war noch ein ganz komplexer Begriff. Hat er schon von diesen fünf Prinzipien gesprochen, aber ich bin aufmerksam geworden auf diese unglaubliche Intelligenz, die in diesem Konzept steckt, jetzt ganz modern, durch Paracelsus. Weil da hatte ich schon während meinem Medizinstudium die Gelegenheit, in seinem Volumen Paramirum, das war damals neu rausgegeben, kam mir zufällig in die Hände, zu lesen, wie er 6 Ärzte um einen Cholera-Patienten stehen lässt. Und die unterhalten sich praktisch jetzt angesichts dieses eben Verstorbenen, woran ist dieser Patient letztlich verstorben? Und da sagt eben der Erste, ist doch ganz klar, der ist an dem verdorbenen Wasser gestorben, was er getrunken hat. Denn das Cholera-Bacillus war ja damals noch nicht bekannt. Der Zweite sagt, wenn es das verdorbene Wasser gewesen wäre, dann wären doch alle gestorben. Das kann doch nicht stimmen. Oder zumindest nicht nur stimmen. Also finde ich total spannend. Der sagt, der ist an einem Mangel an Selbstheilung gestorben. Also heute würden wir sagen Immunsystem. Die Abwehr war zu schwach. Daran ist er gestorben. Und die, die mit dem schlechten Wasser zurechtkamen, sind eben nicht gestorben. Die haben starke Immunität gehabt. Und da sagt der Dritte, ja, aber so einfach ist es nicht. Denn was schwächt denn das Immunsystem? Das sind negative Gefühle. Das ist Sorge, Stress, Kummer, Not, Depression, Neid, zehrender Jammer. Das untergräbt doch die Immunität. Und ich habe den gekannt, diesen Patienten, der war ganz vergrämt, der war verhärmt, es war ein Lebensverneiner. Ich sage das jetzt so in meinen Worten. Daran ist er gestorben. Ja, und jetzt sind die natürlich gespannt, was sagt der Vierte. Ich finde es einfach so toll, dass da jede Richtung, jede Blickrichtung durch einen Arzt vertreten wird. Jetzt kommt also der vierte Vertreter und der vertritt eben die Ich-Kompetenz, die Persönlichkeit, den Charakter. Und der sagt, warum konnte er denn mit seinen Frustrationen nicht umgehen? Warum hatte der keine Möglichkeit, seine negativen Gefühle zu wandeln? Also heute würden wir sagen, warum war der nicht bei dir in der Lebenshausbiografiearbeit und hat gelernt, seine miesen Erfahrungen aus Kindheit und Jugend und seine Traumata zu verarbeiten? Ja, der hat einfach total Pech gehabt. Der hatte schlechte Entwicklungsbedingungen. Und das ist genau die Ebene, die mich so besonders interessiert. Welche Bedingungen muss man schaffen, damit Menschen lebenslang gesund bleiben? Ja, also für mich ist diese vierte Ebene ganz besonders wichtig, gerade heute. Und das bringt der genial. Der sagt, hätte der eine Erziehung gehabt, die ihn zu einem starken Charakter werden lässt, die ihm dieses Self-Repair und Autonomietraining und Selbstwirksamkeit, die schönen Worte, die wir heute alle haben, dass man da an seiner eigenen, ja, Persönlichkeitskompetenz arbeitet, dann hätte er seine negativen Gefühle verarbeiten können, wäre daran stark geworden und nicht verhärmt, dann hätte der ein super Immunsystem und wäre der Cholera-Epidemie nicht erlegen. Ich finde, das ist eine gute Überlegung. Und jetzt gibt es aber noch den fünften. Ja, und der ist jetzt wirklich, dieses fünfte Tor, das ist eigentlich die spirituelle Ebene. Denn man kann mit diesen vier Prinzipien auch ganz materialistisch umgehen. Ja, wir wissen zwar nicht, was die Persönlichkeit ist, aber wir betrachten sie psychologisch, wir betrachten sie in der Unternehmensberatung, wir gehen ja mit ihr um, ja, auch wenn wir sie nicht verstehen. Aber dieses fünfte Prinzip öffnet einfach die Tür, ich sage es jetzt mal schlicht, in die geistige Welt, in eine Welt des Unsichtbaren, rein spiritueller Wesen und Realitäten. Man kann auch sagen, Todesschwelle, Geburtsschwelle, wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
wem sind wir innerlich verantwortlich? Haben wir ein höheres Wesen oder nicht? Jedenfalls dieser fünfte Arzt, der sagt, liebe Kollegen, ihr habt ja alle vier recht, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, und deswegen sage ich euch jetzt noch meine Meinung, ich habe nämlich sein Horoskop angeguckt. Und in seinem Horoskop standen alle Zeichen auf Krise, Krankheit, Tod. Und gegen Gottes Ratschluss, Paracelsus spricht von Gottes Geißel, Flagellum, sind wir Ärzte immer schon machtlos gewesen. Nicht wir haben das letzte Wort über Leben und Tod, sondern eine andere Macht, das Schicksal dieses Menschen. Und es gehört zu manchen Menschen Schicksal, dass sie schon im Kindesalter sterben, dass sie in der Lebensmitte sterben, dass sie im Alter sanft entschlafen oder durch eine schwere Krankheit auf den Tod sozusagen vorbereitet werden. Das ist so individuell verschieden. Und für mich ist das die große Schule der Demut für den Arzt. Und das wird vertieft dann durch den sechsten Arzt. Das ist dann Paracelsus, der eben zu seinen fünf Kollegen sagt, und seht ihr, liebe Kollegen, ihr habt ja alle recht. Es gibt einfach fünf Tore zur Krankheit, fünf Tore zur Gesundheit. Und gute Medizin ist, wenn man so intuitiv sich auf den Patienten einlassen kann, dass man praktisch intuitiv spürt aus der komplexen Situation, über welchen Zugang man ihm jetzt am besten und schnellsten und wirksamsten helfen kann. Mancher braucht tatsächlich eine innere Wende von dem Materialismus zur Spiritualität. Da sind Weltanschauungs- und religiöse Fragen total wichtig in der Krankenbetreuung und bei anderen überhaupt nicht. Da brauchen die eine Ich-Stärkung oder Hinweise für die seelische Schulung oder Diät, gesunde Lebensführung, was das Immunsystem auch stärkt, Unterstützung, Schlaf-Wach-Rhythmus, Work-Life-Balance und was es da alles gibt. Oder ganz schnell gute professionelle schulmedizinische Hilfe, inklusive Impfung, wo es am Platze ist. Alles, was die moderne, physisch orientierte Medizin bietet. Und in der anthroposophischen Medizin, und das ist auch der Grund, warum ich mich damit beschäftige, findet man einfach die allerbeste, praktikabelste Lösung, soweit ich es beurteilen kann, wie man wirklich diese fünf Prinzipien operational kriegt. Also ich habe natürlich Schulmedizin studiert, pädiatrische Facharztausbildung gemacht, aber das allein würde mich überhaupt nicht befriedigen. Ja, all die Lebensstilfragen, die sind so eminent wichtig. Die Erziehungsfragen, die Kulturfragen, die Entwicklungsfragen. Das habe ich gerade in der Kinderheilkunde gelernt, dass die Kinder, die aus schwierigen häuslichen oder auch schulischen Verhältnissen kommen, die sehe ich am häufigsten in der Sprechstunde, die anderen nicht, denen es gut geht zu Hause und in der Schule. Also da ahnen wir gar nicht, wie unser Schulsystem Kinder kränkt oder auch eine mangelnde Familienkultur Kinder krank macht und Lebensjahr für ihre Biografie beschädigt. Und dann gibt es eben die seelische, die Ich-Ebene und diese Weltanschauungsebene, die ich total wichtig finde. Ich hoffe, das ist so verständlich, sonst musst du noch mal nachfragen. Vielen Dank. Mir sind diese Hinweise, diese fünf Wege deswegen so wichtig, weil wir jedem Zuhörer und Zuhörerin Mut machen wollen, gerade in dieser Pandemiezeit aufmerksam zu werden auf diese fünf Möglichkeiten, auch die eigene Gesundheit zu stärken. Ich würde... Ja, soll ich da was noch zur Pandemie vielleicht ergänzen? Unbedingt. Weil in der Pandemie habe ich das so besonders stark erlebt. In der ersten Welle, jetzt schon vor über einem Jahr, da haben wir ja alle die Krankheit noch nicht gut gewusst. Da fand ich das total berechtigt, dass man sogar diesen harten Lockdown macht.
weil es gab einem Zeit zur Besinnung, zur Beobachtung, zum Forschen, zum Kennenlernen der Covid-19-Erkrankung. Auch in ihren schlimmsten Formen, es ist ja ein schweres Krankheitsbild. Aber ich meine, wir haben gerade da auch bereits gelernt, dass es eben eine Krankheit ist, obwohl sie pandemisch aufgetreten ist, die aber nicht viele Menschen befällt. Kinder überhaupt nicht. Menschen im Jugend- und mittleren Lebensalter höchst selten. Und auch, ich habe 84-Jährige, 90-Jährige erlebt, auch Immungeschwächte, die wurden wieder gesund. Es war keinesfalls ein Todesurteil, wenn man die Krankheit bekam. Obwohl dort natürlich jetzt in Deutschland inzwischen etwas mehr als 90.000 an und mit der Erkrankung verstorben sind. Aber was ist es gegenüber 83 Millionen Menschen? Ja. Ja. Und an wie vielen anderen Todesursachen sind Menschen inzwischen gestorben? Ja, das muss man einfach mal vergleichen. Und die ganze Grippe ist ausgefallen. Also ich finde, wir haben gelernt. Und da hätte ich unserer Regierung so gewünscht, dass sie sich integrativmedizinisch orientiert und nicht nur gnadenlos schulmedizinisch bleibt. Da hätte man so viel Kinder-, Jugend- und Menschenleid und Einsamkeitsleid verhindern können. Das heißt, wenn man die zweite Ebene respektiert hätte, hätte man die Risikogruppen viel wirksamer geschützt, da das ganze Geld hingeschoben, aber die 98% übrige Bevölkerung munter weiter leben lassen. Sage ich jetzt einfach mal so. Und man hätte die Angstpandemie, das ist jetzt die seelische Ebene, nicht so medial unterstützt. Wir werden bis jetzt, jetzt ist die Delta-Variante dran, in Angst und Schrecken gehalten, Tag für Tag. Das ist unter psychologischen Gesichtspunkten, also ich will jetzt kein hartes Wort verwenden, absolut unsachlich und medizinisch nicht vertretbar. Das muss ich wirklich sagen, da bin ich einfach fassungslos, was sich unsere Regierung da geleistet hat. Dass sie das toleriert hat und dass nicht Psychologen, Mediziner, Leute, die sich auskennen, wie ein Mann dagegen aufgestanden sind und gesagt haben, wenn wir jeden Tag Angst und Schrecken verbreiten, müssen wir jeden Tag auch Salutogenese und was stellt die Menschen auf, was hilft ihnen zur Gesundheit verbreiten. Und das habe ich vermisst. Ja. Und dann eben die beiden anderen Ebenen, Schicksalsvertrauen, Existenzvertrauen. Ja, was hält mich in meinem Kern gesund? Was ist der Wert einer guten Beziehung? Was kann ich alles lernen in diesen pandemischen Zeiten, in diesen gewonnenen Freiheiten, die mir auch die Isolation gibt? Gute Anregungen für die Ich-Entwicklung, für die Persönlichkeitsstärkung. Und eben deutlich auch die Frage, warum trifft es die Menschheit heute? Das ist für mich auch eine Weltanschauungsfrage. Denn die Weltanschauung des Materialismus beschert uns ja gerade die Ökokatastrophe, die unendliche Not zwischen Arm und Reich. Und es ist ja erwiesen, dass die Pandemie die Armen und die Unterprivilegierten ganz anders heimgesucht hat als die Privilegierten. Ja? Die Statistik würde ich auch gern jeden Tag hören. Da würde man zu ganz anderen Pandemieregimes kommen. Und das wünsche ich uns und vor allem vielen, vielen Menschen, die aufgrund ihrer Professionalität ihre Stimme erheben können. Also ich hoffe, es war nicht zu bewegt, aber mich bewegt es wirklich, weil ich so viel Leid sehe, was von Menschen für Menschen verschuldet ist. Wir sind uns einig, dass es eine große Chance ist, für jeden Einzelnen aufzuwachen und wirklich nach der eigenen Gesundheit und auch nach der Gesundheit des Nächsten zu fragen, wo können wir uns helfen, wo können wir uns unterstützen und gegenseitig stärken und vor allem auch in unserem Denken wach machen und den gesunden Menschenverstand gebrauchen, der uns zu einer gesunden Verhältnismäßigkeit sehr einfach führen könnte. Gerne würde ich anknüpfen an die Kinder mit der Frage, welche Erziehung brauchen unsere Kinder denn, damit sie für die Zukunft stark werden und ein erfüllendes, selbstbewusstes Leben leben werden können? Was würdest du da sagen?
Also die ausführliche Variante steht in meinem Buch Kita, Kindergarten und Schule als Orte gesunder Entwicklung. Da bin ich so froh, dass das tatsächlich gut angekommen ist bisher, weil da habe ich mein Herz sozusagen reingelegt, mein Herzblut reingelegt. Aber wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, dann ist es tatsächlich so, dass die wichtigste Grundlage für ein gelingendes Leben, so formuliert es ja der Gerald Hüther in seinem neuen Buch über die Zukunft der Erziehung, und Remo Largo, der kürzlich erst verstorben ist, der Schweizer Entwicklungsforscher, hat es das passende Leben genannt. Und Rudolf Steiner nennt es die Erziehung zur Autonomie und zur Freiheit, zur Selbstbestimmung. Dann passt alles für einen, wenn ich mich frei und autonom fühle. Ja. Jedenfalls, die wichtigsten Prinzipien dafür sind, dass man sich klar macht in der Vorschulzeit, das heißt in dieser sensomotorischen Entwicklungsphase, wo alle Umgebungseindrücke, die Sinne und die Motorik und das Nachahmungsbedürfnis stimulieren und praktisch der kindliche Wille, die kindliche Neugier ganz sensorisch gesteuert ist, dass man da den Kindern wirklich den Freiraum bietet, zu entdecken, zu untersuchen und sich in der analogen Welt vertrauensvoll zu bewegen. Und wenn man da den Kindern Angst macht, sie killen ihre Oma zum Beispiel, das ist ganz fürchterlich, dann wird das Urvertrauen geschädigt. Und das Urvertrauen, das ist für mich der schönste Begriff, den Sigmund Freud geprägt hat, das ist der Goldgrund jeder Biografie. Wenn ich kein Urvertrauen habe in meine eigene Existenz und dass die Umgebung positiv meine Entwicklung unterstützt, dann nehme ich die wichtigste Kraft, die mich innerlich stärkt, nicht mit ins Leben. Und deswegen habe ich mich auch in diesem Medienratgeber Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt total dafür eingesetzt, das Buch ist nicht von mir, aber ich durfte da ein Vorwort schreiben, dass man eben in dieser ersten Zeit, wenn es irgend geht, die Kinder analog die Umwelt erleben lässt und nicht digital. Dann zwischen 7 und 14, da reift ja vor allem das Mittelhirn, die emotionale Intelligenz, der Hippocampus, diese ganzen Strukturen, die eben Sinneseindrücke emotional verarbeiten und letztlich dann auch gedächtnismäßig über Kurz- und Langzeitgedächtnis tief, neuronal, aber auch ganz menschlich, das weiß man über die ganze Embodiment-Forschung heute, dass der ganze Körper ein Resonanzboden für die Erinnerung ist und nicht nur das Nervensystem, wo das verarbeitet wird. Und diese Hippocampus-Struktur, die entwickelt sich eben zwischen 7 und 14, interessanterweise über diesen langen Zeitraum, wo wir parallel erleben im Zugehen auf die Pubertät, dass eben die ganze Bandbreite der Gefühle sich entwickelt und damit eben auch die Empathie und die sogenannte soziale Kompetenz, aber auch emotionale Intelligenz. Und das ist eben eine Entwicklungsperiode, wo alles darauf ankommt, dass die Beziehungen stimmen, dass Gesprächskultur geübt wird, dass man eben nicht digital, sondern analog mit realen Menschen sich auseinandersetzen lernt, Frustrationstoleranz lernt, all diese seelischen Tugenden auch der Selbstüberwindung, der Fähigkeit, dass man dann in der Adoleszenz auch lernt, seine Emotionen zu beherrschen. Das lernt man in diesem Alter, weswegen da den Künsten und der künstlerischen Erziehung, den Naturerlebnissen, Naturerfahrungen, Beschäftigung, Bewegung in der Natur unglaubliche Bedeutung zukommt. Weil Gefühle reifen an der Mannigfaltigkeit der Sinneserfahrung und in den realen Menschenbegegnungen, nicht im Like- und Nicht-Like-Verfahren. Und das scheint mir einfach das Allerwichtigste zu sein, einen Lehrplan zu entwickeln, und das leistet eben die Waldorfpädagogik. Nicht alle Lehrer, aber die Pädagogik, der Lehrplan leistet das, dass die Fächer so unterrichtet werden, dass sie ein Instrument sind
für einen möglichst erlebnisreichen, auch emotional erlebnisreichen Lehrer-Schüler-Dialog. Dass da auf Augenhöhe mit so einer Klasse gesprochen wird. Da wird ja viel frontal gemacht. Das ist auch total wichtig, weil Gefühle brauchen eine klare Ich-Orientierung. Da ist eine Autorität, die nicht autoritär ist, unglaublich wichtig. Eine geliebte Autorität, wie Rudolf Steiner das nennt, weil die Liebe lässt frei, die wird nicht ausgenützt und missbraucht. Der Lehrer genießt seine, ja, seine Sympathie, die ihm von der Klasse entgegenkommt, nicht, sondern er benutzt sie, damit die Kinder eben mit Liebe und mit Interesse lernen und die Sympathie für den Lehrer mit der Sympathie zum Stoff verbinden, sodass sie auch lernen, wenn es ihnen schwerfällt. Und das sind alles Qualitäten, die kann man mit einer Lernsoftware nicht ersetzen. Und von daher braucht es, meine ich, diesen künstlerisch erlebnisreichen Unterricht und eben viel auch reale künstlerische Fächer, um diese Hippocampusreifung optimal zu stimulieren und eben einen Unterricht, der ganz stark auf Gedächtnisschulung und Urteilsbildung abhebt. Denn das stützt sich beides auf die Gefühlsentwicklung. Wir urteilen eben auch sehr stark durch Sympathie und Antipathie. Und dass das so vielseitig und bewusst wie nur möglich wird, ist total wichtig. Und dann von 14 bis 21 steht eben die Wahrheitssuche und die Autonomieentwicklung im Vordergrund. Und da ist dann der Sprung in die sinnvolle Integration von Technik absolut richtig. Aber dann sollten die Jugendlichen erstmal die Technik gut verstehen und nicht nur anwenden lernen und nicht nur irgendwie rechtzeitig abschalten nach irgendeinem Modus. Wenn sie gesund bis dahin sich entwickelt haben, dann lernen sie, ihr Frontalhirn zu gebrauchen und das bedeutet Kontrolle. Ja, mit 15, 16 reifen die Frontalhirnstrukturen, die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und dann können die sich und wollen sich auch selbst kontrollieren und haben ein selbstgesteuertes Interesse an allem Möglichen und brauchen dann die Autorität nicht mehr. Also das ist dann dieser Übergang so zwischen, sage ich jetzt mal, 14 und 16 in einer guten Pädagogik, dann geht die Autorität in die Autonomie, in die selbstwirksame Selbstautorität sozusagen über. Und solche Erziehungsweisen kann man auch durch gute Anleihen und Anleitung unter Pandemiebedingungen für zu Hause sehr gut organisieren. Man kann kleinste Gruppen von Kindern in den Elternhäusern, wo das geht, oder in der Notbetreuung in der Schule zusammenrufen, wo man sie eben zu dieser Art Eigenaktivität eben nicht am Bildschirm, sondern mit Erwachsenen, die vom Lehrer gesagt kriegen, was sie mit den Kindern machen sollen, kreativ. Ja, und das hat an manchen Orten funktioniert und diese Kinder haben sogar nicht nur nicht gelitten, sondern da wurden manch einer mehr gefördert, analog als sonst. Also manche Kinder haben auch profitiert. Und insofern denke ich, wenn man diese Grundprinzipien einer gesunden Entwicklung besser verstehen würde, könnte man auch unter Pandemiebedingungen viel hilfreicher und rationaler den Kindern das Beste bieten. Das knüpft ganz schön an eine Frage, die mir wichtig ist, nämlich was macht uns als Menschen zuversichtlich für die Zukunft? Diese Zukunftsoffenheit, die nicht nur aus der Vergangenheit sich ableitet, sondern die wirklich kreativ und offen mit der Zukunft umgeht, brauchen wir ja im Moment und für die Zukunft stark. Ja, was gibt den Menschen Zukunft, wenn man ein Ziel hat? Gibt ja dieses schöne Wort, der Weg ist das Ziel aus dem Zen-Buddhismus. Aber auch da steckt das Ziel drin. Und Morgenstern, finde ich, formuliert es noch etwas moderner. Er sagt, wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben. Und
da ist mein eigenes Leben Beispiel dafür, hätte ich nicht schon als Kind mir ständig irgendwelche Ziele gestellt, Zukunftsvisionen gehabt, Fantasie gehabt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich meine sich entwickelnden Interessen und Kompetenzen anspannen soll. Muss ich also wirklich sagen, ich habe das immer so erlebt, meine Ziele geben mir Hoffnung, meine Wünsche motivieren mich, meine, ja, Wahrnehmungen, da möchte ich gerne hin, lässt mich auf irgendetwas freuen oder drum bitten oder so. Das heißt, ich würde die Frage sogar so formulieren, warum sind so viele Menschen heute orientierungs- und ziellos, ohne es eigentlich zu merken, dass sie daran kranken, dass sie eben das Ziel nicht kennen. Oder nur so Ziele haben zwischen morgen und Abend. Ja, morgen mache ich das, übermorgen treffe ich den, im Sommer gehe ich dahin. Sozusagen diese Flohziele, kleine Flohsprünge oder Grashüpfer besser gesagt. Ich glaube nicht, dass, doch Flöhe können auch springen von einem Kopf zum anderen. Nee, das machen die Läuse. Jedenfalls Läuse und Flöhe haben irgendwie einen Bewegungsmechanismus, aber Heuschrecken sind vielleicht da noch besser, die haben so richtig, oder Frösche, die können auch so richtig schön springen, dass man sehen kann. Das sind so kleine Sprünge, ja, zwischen den Tagen, Wochen, Monaten, und das reicht nicht. Ich finde, ein Menschen-Ich braucht Ziele für die eigene Entwicklung, für die eigene Biografie. Hätte ich nicht zum Beispiel, das ist jetzt einfach mein persönlicher Weg, dahin gefunden, dass ich mir wirklich klar gemacht habe, nach vielem Suchen, Fragen, auch nach mancher Ohnmacht und Schmerzsituation, eine klare Antwort zu finden auf die Frage, wer bin denn ich wirklich? Ja, dass ich mich lerne, mit mir selbst zu identifizieren. Also so verstehe ich zum Beispiel das, was man im Neuen Testament die zweite Geburt nennt. Ja, aus Wasser und Geist, aus dem Leben heraus, aus dem Denken heraus. Ja, was ist für mich wesentlich? Was ist mein Wesen? Und da habe ich Gott sei Dank eben zu diesen christlichen Kernidealen, die für mich ganz allgemein menschlich sind und nicht konfessionell, hingefunden, für das Denken Wahrheit und für das Beobachten, für das Fühlen Liebe, Interesse, für alles und für das Wollen Autonomie, Freiheit, Selbstbestimmung. Diese drei Ideale, Wahrheit, Liebe, Freiheit, die sind für mich wirklich wie das Ziel, wo ich hoffentlich nicht nur ein Leben haben werde, um es zu erreichen, weil das kann kein Mensch in einem Leben realisieren. Also ich auf jeden Fall nicht. Und selbst Goethe hat ja am Ende seines Lebens gesagt, ich wüsste gar wohl, so manches, was ein Wiederkommen lohnen würde. Der war ja voll überzeugt von der Wiederverkörperung. Und auch Wilhelm Busch nebenbei. Ja, ganz Friedrich der Große, ganz berühmte Leute. Das hat mich immer so fasziniert. Die sind auf die Wiederverkörperung gekommen durch den Entwicklungsgedanken. Genau durch deine Frage, was gibt uns eigentlich Hoffnung, Ziel und Spannkraft? Denn wenn ich solche idealen Ziele habe, dann merke ich sofort, dafür ist ein Leben zu kurz. Und außerdem wäre es ja so ungerecht, weil manche sterben ganz früh oder leben in so fürchterlichen Umständen, dass sie überhaupt gar nicht zu solchen Menschenzielen wach werden dürfen. Ja, was ist denn mit denen? Ja, die kommen wieder und haben an dem Schmerz hoffentlich so wache Augen mitgebracht im nächsten Leben, dass sie sich aus jeder Situation intelligent rauswinden. Ja, so wie mancher Tellerwäscher plötzlich in Chefetagen landet in Amerika. Ja. Das heißt, wenn man mit diesem Konzept von Wiederverkörperung und Schicksal arbeitet, dann, finde ich, kann man solche Ideale wirklich echt ernst nehmen und jeden Tag dazu benutzen,
durch das eigene Leben wie durch einen Schulungsweg diesem Ideal näher zu kommen. Ich kann jeden Tag üben, ehrlicher zu werden, sauberer hinzuhören, was wirklich der andere gesagt hat, mich für ihn interessieren. Das Interesse ist für mich spirituelle Liebe, sozusagen nicht egoistisches haben wollen, sondern echt den anderen mögen, weil man sich interessiert. Und dann eben der Respekt vor der Autonomie des anderen. Jeder darf doch so auch über die Pandemie denken, wie er oder sie will. Ich habe doch überhaupt nicht das Recht, ihn von meiner Sichtweise zu überzeugen. Aber ich interessiere mich brennend und tue natürlich auch alles, wenn ich sehe, er oder sie hat Angst, ihm vielleicht bei dieser Angstbewältigung zu helfen. Aber ich würde ihm doch nie oder ihr ausreden, ja, irgendetwas anders machen zu wollen, als er oder sie es tut. Also kurz gesagt, es braucht Ziele, daran entzündet sich Hoffnung, Spannkraft, Zuversicht, Wille, das zu erreichen. Und man spürt dann auch, damit bin ich in einer Bewusstseinsebene drin, die ist stärker als der Tod. Die hat wirklich etwas mit meinem höheren Wesen, was ich nur gedanklich fassen kann, zu tun. Und nicht mit dem Körper, den ich einmal ins Grab lege. Das ist eine andere Ebene. Liebe Michaela, du hast schon auf meine nächste Frage begonnen zu antworten. Ich möchte sie trotzdem noch etwas spezifischer wissen, nämlich du hast die Anthroposophische Ärztegesellschaft zu einer Weltgesellschaft gemacht. Du hast eine Führungsqualität gezeigt und einen globalen Gedanken in die Realität umgesetzt als Frau. Insofern interessiert mich deine Meinung zu dieser Führungskraft, sowohl im Allgemeinen als Frau im Besonderen und als Mensch. Ja, das ist eine spannende Frage. Da kann man auch Bücher drüber schreiben. Also kurz gefasst, ich war ja eine ganz schlichte Kinderärztin und Schulärztin an der Rudolf-Steiner-Schule Witten. Als die Frage an mich kam, eine Führungsrolle oder eine Leitungsposition, wie man so schön sagt, zu übernehmen, also die Leitung der medizinischen Abteilung des Goetheanum. Und da ist praktisch die Aufgabe, die anthroposophische Medizin zu vertreten, und zwar weltweit. Aber keiner sagt einem wie. Und vor allem, wie will ich in einer Führungsposition das vertreten, wo ja doch die Menschen, die die Arbeit machen, die Vertreter sind. Ich hatte das Gefühl, in der Klinik, in der Schule, in meiner Sprechstunde vertrete ich die anthroposophische Medizin. Aber wie kann ich das denn abgehoben in einer Führungsposition? Und da war mir eben ganz klar, da geht es ohne diese drei Ideale, die ich gerade genannt habe, nicht. Das war für mich ein Fundament, dass ich einmal mir ein ganz sauberes, klares, wahrhaftiges Bild mache von der Möglichkeit dieser Aufgabe. Und da habe ich die kurze Beschreibung von Rudolf Steiner gelesen, weil er spricht über diese Aufgabe bei der Begründung dieser Hochschule. Und da sagt er, die medizinische Sektion hat die Aufgabe, das medizinische System der Anthroposophie auszuarbeiten. Das ist das Einzige, was er sagt. Das heißt, ein Forschungs-, Entwicklungs- und Arbeitsauftrag, diese Art Medizin auszuarbeiten und zu kommunizieren. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wie mache ich das? Und da war mir klar, da brauche ich einen super Kontakt zu jedem, der an der Basis arbeitet. Das ist eine riesensoziale Aufgabe, weil dort entwickelt sich ja dieses System in der Praxis, für die Praxis. Und dann das zweite Ideal mit dem Interesse, habe ich mir gesagt, jeder hat seinen ganz besonderen Beitrag zu diesem System. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Auffassungen über anthroposophische Medizin. Ich habe damals die Bewegung gekannt, die haben zum Teil ziemlich hart
übereinander geurteilt, wer die richtige anthroposophische Medizin macht, wer es falsch macht, wer es nicht tief genug versteht, wer es zu oberflächlich sieht oder was weiß ich. Und da ging es immer darum, ist es denn anthroposophische Medizin? Lauter so Sachen. Und ich dachte, im Grunde haben doch alle recht, so ein bisschen wie Paracelsus. Ihr habt doch eigentlich jeder von seinem Gesichtspunkt recht. Und dann habe ich mein Interesse da wirklich reingehängt, ganz ehrlich. Was habt ihr alle beizutragen? Und wenn irgendjemand kam und sich über irgendwas beschwert hat oder geschimpft hat, dann habe ich gesagt, mach's doch, ich gebe dir alle Autorität, Spielraum, probier's doch. Ja, mach es, schimpf nicht, was fehlt, mach es doch selbst. Also da habe ich gelernt, Kritik in Kreativität umzuwandeln. Ja, und dadurch ist bei uns eine unheimlich schöne Kultur der Zusammenarbeit entstanden, die auch jetzt, nachdem ich pensioniert bin, ist meine größte Freude, einfach super weiterläuft. Und dann, dass eben sämtliche Berufsgruppen, nicht nur die Ärzte, beitragen können, unsere Psychologen, unsere Krankenschwestern und Pfleger, dann die ganze unglaublich bunte Gemeinschaft der Kunsttherapeuten, der Körperarbeiter. Gibt ja nicht nur die Heilarrhythmie, sondern auch anthroposophische Massage, Einreibungen, physiotherapeutische, gymnastische Verfahren wie Bodmer-Gymnastik, Special Dynamics. Da ist ja so viel entstanden in diesen 100 Jahren und die habe ich sozusagen alle an Bord bekommen. Die haben sich plötzlich alle als Mitarbeiter am System empfunden. Es war eine Riesenfreude für mich. Und dann eben die letzte Ebene, die Autonomie, immer wieder Menschen aufzurufen. Ich habe also regelmäßig natürlich am Goetheanum internationale Tagungen für die verschiedenen Fachgebiete veranstaltet, aber auch einmal im Jahr für die gesamte Bewegung. Also international, da kamen aus 54 Ländern die Leute, manchmal sogar aus 60. Es war total begeisternd. Aber die Vorbereitung, die Ideen für die Tagung habe ich immer delegiert. Ich habe die Leute aktiviert, dass die sich selber ganz autonom verantwortlich fühlen für einen nächsten Entwicklungsschritt und sich mit der Frage beschäftigen, was braucht unsere Gesamtbewegung für ein Thema im nächsten Jahr? Was wollen wir, dass es in 60 Ländern kommuniziert wird? Auf allen Kontinenten, in ganz vielen Sprachen. Ich finde es eine super wichtige Frage. Das ist also dieses Autonomieprinzip in der Führung, dass man, also für mich war Führung in diesem Sinn, andere mit Verantwortung stark zu machen, Verantwortung zu übergeben, Autonomie zu fördern und dadurch den Einzelnen zu helfen, ihre Kompetenzen in den Dienst der Gesamtheit zu stellen. Und da gibt es ein ganz tolles Motto sozialer Ethik von Rudolf Steiner. Das fasst für mich diese drei Ideale total zusammen. Da heißt es, heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft. Das heißt, wenn der Einzelne sich nicht für das Ganze interessiert und der für das Ganze jetzt steht, in diesem Fall ich als sogenannte Leitungsfigur, den Blick aufs Ganze richten muss, das Ganze repräsentieren soll, wenn ich mich nicht für jeden Einzelnen interessiere und ihm oder ihr helfe, ihren Beitrag zum Ganzen zu leisten, dann kann es sozial nicht heilsam sein. Dann gibt es Machtspielchen, Jalousie, Eitelkeit, Neid, Konflikte der üblichen Art. Und wenn man die vermeiden will, dann braucht man so ein Motto sozialer Ethik. Und ich bin nach wie vor, das merkst du, total begeistert von diesem schlichten Führungskonzept. Weil es sind drei Ideale, die man individuell und sozial fruchtbar machen kann und wo man ständig individuell, aber auch sozial dann aus den Fehlern lernen kann, wie man es noch besser hinkriegt, noch optimaler macht.
Und die schönsten Erfahrungen waren eben, wir haben zum Beispiel eine kleine Gruppe von Kardiologen. Ja, die treffen sich unter sich, anthroposophische Kardiologen. Winzige Gruppe, vielleicht so 15, 18 Leute. So viel mehr Fachärzte haben wir noch nicht, ja, die auf dem Spezialgebiet Hervorragendes leisten. Ja, und die haben sich so gefreut, als ich eines Tages, weil das Thema irgendwie in der Luft lag, sie gefragt habe, mögt ihr nicht mal unsere Jahreskonferenz ausrichten, dass wir uns mal mit Herzgesundheit beschäftigen? Da haben die eine derartig tolle internationale Tagung vorbereitet. Und dann auch unsere Psychiater. Da haben sich damals 1200 Leute angemeldet zu dieser Psychiatrietagung. Da haben wir noch in einen anderen Saal übertragen. Ja, und das ist diese Kombination. Dann darf so eine kleine Gruppe von Fachärzten für Tausende von Menschen, weil das wird ja dann auch noch weiter erzählt, wenn die nach Hause kommen, Substanz bilden. Und das ist für mich moderne Führungskultur. Vielen lieben Dank, Michaela. Und das sind ja drei Ideale und Führungsimpulse, die man, egal an welchem Ort man im Leben steht, für sich jeden Tag immer wieder neu üben kann und sein Potenzial damit ausschöpfen kann. Genau. Ja. Was möchtest du zum Abschluss noch sagen? Gibt es einen Gedanken, der dir wichtig wäre? Also zum einen möchte ich mich bei dir bedanken, dass dich das interessiert und vielleicht auch den einen oder anderen, der dann dieses Video schaut oder diesen Podcast, ich weiß noch gar nicht, welches Format du vorhast, da wünsche ich einfach jedem, der das jetzt hört und unserem kleinen Dialog gelauscht hat, dass er daraus etwas für sich Wertvolles mitnimmt. Denn für mich ist das, je länger ich lebe, und ich werde in diesem Jahr 75, freue mich schon auf diesen kleinen runden Geburtstag, für mich wird es immer wichtiger im Leben, was der einzelne Mensch dem anderen geben kann, im Sinne dieses Wortes auch aus dem Evangelium, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich unter ihnen, da kann ich inspirieren. Denn wir brauchen diese Zwischenmenschlichkeit, in der echte Humanisierung, echte mitmenschliche Kultur und Lebensfreundlichkeit entsteht. Und dass die unter uns wächst, dieser Sinn für das passende Leben, das ist vielleicht mein Schlusswort und mein Abschlusswunsch. Vielen Dank, Michaela. In diesem Sinn alles Gute schon jetzt für deine Zukunft. Gleichfalls, liebe Susanne.